Schon am Vormittag füllten sich wieder die Straßen auf dem Bürgerfest in Schwerin. Auch heute an Tag 3 sind Tausende gekommen. Die Aussteller und Händler rund um den Pfaffenteich sind sehr zufrieden. Und das ist eine super Möglichkeit für alle Handwerker hier, sich zu präsentieren und zu zeigen, guck mal, wir sind da. Selbst ich, wo ich schon ein paar Jahre im Geschäft bin, kenne hier einige nicht aus der Reihe. Deswegen war ich eben nochmal am Rumstand. Also es war richtig für uns Händler auch schön. Es gibt also eine Menge zu erzählen und wir sind hier in guten Gesprächen und ich glaube schon, dass es sich sehr gelohnt hat. Ich fand es toll gemacht, die Stimmung war toll. Die Stadt hat viel investiert, glaube ich, an vorbereitenden Sachen, überall die Sitzbänke, wo die Leute sich aufhalten konnten. Unsere Sitzhocker, die wir abgecycelt haben, wurden gut angenommen. Also es war ein entspanntes Miteinander. Es war tatsächlich ein schönes Bürgerfest. So wie es, glaube ich, gedacht war, so haben wir es auch erlebt. Ein wenig bummeln, etwas Lokalkolorit oder auch mal neue Sportarten ausprobieren. Mehr als 600 Programmpunkte wurden den Besuchern rund um das Bürgerfest geboten. Und neben all dem blieb auch Raum für ernste Themen, wie etwa am Stand des Stasi-Unterlagenarchivs. Wir sind aus dem Beraten, aus den Gesprächen nicht herausgekommen. Und gestern, am 3. Oktober, war eben insgesamt sehr, sehr voll und es war hier wirklich, also man konnte nicht mehr treten. Wir haben gefühlt 6-7 Stunden am Stück durchberaten und hatten Mühe, irgendwie auch mal eine Pause zu kriegen. Und das war für uns besonders wichtig, sehr gute Gespräche. Laut den Organisatoren sind in den 3 Tagen mehr als 200.000 Besucher in die Landeshauptstadt gekommen. Die Kosten liegen schätzungsweise bei 5,7 Millionen Euro, den Großteil trägt das Land. Das ist eine Summe, sage ich mal, wenn Sie die aufrechnen auf die 16 Jahre, die es ja nur alle 16 Jahre stattfindet, dann ist das, glaube ich, eine Summe, mit der wir hier ganz viel bewegen konnten und mit der wir übrigens auch ganz viele Menschen bewegen konnten, nach Schwerin zu kommen, Schwerin zu genießen, Mecklenburg-Vorpommern zu genießen. Und wir denken mal, dass es einen starken Effekt hat für die Gastronomen, für die Hoteliers, für alle, die hier unterwegs sind und natürlich auch für die, die ausstellen und selber sich einbringen in dieses Fest. Das heute am späten Abend in Schwerin zu Ende gehen wird.